Guten Tag, gut Freunde, hallo, hallo, grüß euch. Ja, es kann sein, dass es noch ein bisschen weitergeht. Das von gestrige Video muss ich ein bisschen heute erläutern, weil viele oder manche YouTuber ja es mal wieder besser wissen als manche andere. Im Endeffekt hat Rockstar Games gestern den größten Image-Schaden erlitten, was es je in dieser Rockstar-Ära gegeben hat. Ja. Ein Image-Schaden, der gewaltig ist. Und warum ich gestern gesagt habe, Plan B, oder weil ich gesagt habe, auch teilweise, es kann sein, dass sie sich jetzt neu erfinden müssen, dass sie von vorne beginnen müssen, um dieses ganze Projekt GTA 6. Naja, ich möchte eines erkennen. Der Hacker, ursprünglich 16 Jahre alt, angeblich, ja, hat ja bereits auch schon ein anderes Unternehmen gehackt, Uber, ein soartiges Taxiunternehmen oder Transportunternehmen, ja. Und der hat einen sogenannten Mastercode. Ein Mastercode ist das Herzstück eines Spieles, ja. Das heißt, ein schlechtes Beispiel, ich spiele jetzt gerade GTA 5, wie hier jetzt zum Beispiel, und urplötzlich, wupp, finster. Das heißt, er kann diesen Code eingeben und ja, es ist bedauerlicherweise so, dass dieser Hacker mit diesem Mastercode dieses Spiel ja, löschen kann. Ja, er kann dieses Spiel stilllegen. Ja. Und dieser immense Image-Schaden hat halt leider gestern, ja, also hat leider gestern erfahren müssen. Ja, Rockstar Games und dieser 16-Jährige will natürlich jetzt einen Betrag, den Betrag wissen wir alle nicht, und hat natürlich einen Deal abgeschlossen mit Rockstar Games. Ja, nur jetzt ist halt das Problem. Rockstar Games ist der Publisher und Take-Two ist natürlich der Geldgeber. Ja. Und wie wir alle ja wissen, ja, ist der Rockstar Games und Take-Two eine Aktiengesellschaft geworden, ja, haben Aktionäre, die sie überzeugen müssen, ja, die sie auch davon überzeugen müssen, dass kein gröberer Schaden entstanden ist. Ja, und ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, ja, wie gesagt, es ist bedauerlich, dass dieser Schaden entstanden ist. Und ja, Plan B heißt ganz einfach, das wird jetzt so sein, dass sie alles neu starten müssen. Alles. Weil viele YouTuber meinen, ja, die dann doch eh weiter mit der Engine und was glaubst du leicht, dass jetzt, ja, weil wir zu viel gesehen haben. Wir haben eindeutig zu viel gesehen, Freunde. Ja, das ist eindeutig, ein
eine Situation, die natürlich für Rockstar Games natürlich unangenehm ist und auch für Take-Two. Na klar, ist das aber unangenehm. Auch unangenehm für die Aktionäre, die natürlich auch fragen, ja, wie groß ist jetzt der Image-Schaden? Ja, es ist halt jetzt der Hintergedanke so von mir gewesen. Das Problem ist ja nicht nur, dass das Problem ist ja nicht, dass der Hacker es geschafft hat, ein Millionenunternehmen in die Knie zu zwingen. Das Problem liegt ja daran, an den Image-Schaden. Ein Image-Schaden der Firma Rockstar Games. Ja. Die Vertrauensbasis, ja, und um das Umfeld rundherum. Ja. Weil die Aktionäre haben jetzt gesehen, aha, da ist ein Hacker, ein 16-jähriger, naja, Entschuldigung jetzt den Ausdruck, Rotzpippen, der das schafft, ein Unternehmen einen Mastercode zu entnehmen. Ob das jetzt ein wirklicher Mastercode ist oder nicht, das wissen wir ja nicht, ja. Aber es ist schon beeindruckend, wie nervös Rockstar Games ist. Und sehr beeindruckend auch, also da muss dann schon was dran sein. Ja, wenn ein Unternehmen ja, sagt, okay, der Hacker hat einen Mastercode, ja, und die Anwälte arbeiten dann natürlich auf Hochdruck, auf Hochtouren, um die Bekämpfung, dass nicht noch mehr ins Internet gerät. Ja. Sie schreiben zwar in ihrer Stellungnahme, es ist richtig, ich habe die Stellungnahme eh gestern auch geäußert, ja, aber klar, das müssen sie schon alleine wegen der Aktionäre, alleine wegen der Image-Schadenbekämpfung, das müssen sie, ja, aber diese Stellungnahme, die klingt mir zu loyal, die klingt mir zu loyal, ja. Wenn ich, in Wirklichkeit habe ich schon gestern gesagt, brodelt es wie ein Einser jetzt im Hintergrund. Brodelt es wie ein Einser. Ja. Weil die werden sich sicher jetzt fragen, wie konnte das passieren? Wie schafft es ein 16-Jähriger? Und das ist sicherlich nicht von heute auf morgen passiert. Ja, das ist auf Jahre geplant. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht nur ein 16-Jähriger, das sind mehrere. Und da ist das Problem. Wenn das eine Gruppe ist von Hackern, weil nur ein 16-Jähriger, so wie es jetzt in den Berichten steht, kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn nur ein 16-Jähriger allein schafft, das nicht allein nicht. Das ist zwar. Ja, aber nur 16-Jähriger allein, ich schaffe das nicht. Das müssen sie jetzt schreiben, das, was zum Schreiben haben. Aber das ist sicherlich eine Gruppe aus Hackern, die das auf Jahre geplant haben. Ja. Und auf ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Tag gewartet haben, um hier Rockstar Games in die Bredouille zu zwingen. Gut, ja, also warum ich jetzt glaube, dass es zu Verschiebungen kommen kann. Es ist für manche vielleicht nicht vorstellbar, ja, wie jetzt momentan es im Hintergrund von Rockstar Games und
zwischen Deck Du, ja, jetzt momentan diesbezüglich Image schaden, es brodelt. Ja, die zwei, die sind momentan auf Fehlerursachenforschung, sagt man, und die schauen jetzt natürlich, wie sie das mit dem Mastercode natürlich lösen können, mit den Hackern. Ja, mein Geld spielt da jetzt eh momentan keine Rolle. Aber um das geht's nicht. Um das geht's nicht. Das wissen die Hacker genauso, weil Geld, jetzt momentan Geld spielt ja eh keine Rolle. Aber nur, wie kann man das lösen, dass das nicht irgendwie in falsche Hände gerät? Ja? Weil die werden sich ja mittlerweile so abgesichert haben, dass sie Kopien gemacht haben. Ja. Kopien. Und das ist das Problem. Ja. Und das ist das Problem. Und der Meistbietende, die kennen das jetzt ohne weiteres auch, so wie bei eBay oder wo, verkaufen, so artig. Und der Meistbietende kriegt den Code. Jetzt stellt euch einmal vor, das würde dieser Code in die Hände der Konkurrenten fallen. Dann wäre Rockstar Games tot. Dann wäre Rockstar Games tot. Ja, tot. Ja, dann muss natürlich auch Take-Two die Reißleine ziehen. Ja. Ich meine, dieses Szenario wünsche ich natürlich niemandem. Dieses Szenario. Ja. Dieses Szenario. Das wäre natürlich für Rockstar Games und für Take-Two natürlich eine, ja, man muss doch schon sagen, ja, eine Partnerschaft ginge hier zu Ende. Das, was durchaus gut zusammengearbeitet hat, trotz allen Konflikten der letzten Jahre, ja. Aber man muss doch sagen, ja. Aber nur, wie gesagt, das ist jetzt nur meine These. Das heißt ja nicht, dass ich recht habe. Meine These besagt ja nur das, was ich mutmaße. Mutmaße. Ja. Machen und entscheiden muss sowieso jetzt Rockstar Games und Take-Two. Ja, ich mutmaße nur. Skur-Code heißt das übrigens. Skur oder Skur-Code. Ich sage jetzt Mastercode. Ja, ist für manche, wenn jetzt sagt Skur-Code, fängt wahrscheinlich eh keiner was damit an. Wenn man sagt Mastercode, kann sich jeder was vorstellen. Es ist ein Generalcode. Ja, so wie auf deinem Konto, zum Beispiel, wenn du so einen Code angibst, deinen Betreuer, und du sagst, nur mit dem Code darf zum Beispiel nur du und deine Frau, der Freundin oder Vater, der Mutter, allem, ja, und urplötzlich hebt dann ein anderer auch an, ja, dann wird's gefährlich, nicht? Und so war's so auch mit dem, auch hier wird's gefährlich, nicht? Weil mit dem Mastercode kann er zum Beispiel auch GTA 5 stilllegen, ja, was viele ja nicht begreifen, ja. Ich meine, ja, Rockstar Games gibt zwar an, sie versprechen uns, sie werden keinen Einwand in den Live-Events haben, also keine, beim Livestream-Event wird es keine Probleme geben, ja, aber nur, wie gesagt, das müssen sie, dass sie uns beruhigen, dass sie die Aktionäre auch beruhigen, dass sie nicht nervös werden, ja, und so weiter und so fort. Ja. Manche Leute wissen ja gar nicht, was da eigentlich alles daran hängt. Daran hängt. Ja. Manche Leute. Ja. Und das ist das Problem. Und dieser Hacker hat es tatsächlich geschafft. Ja, okay. Mit diesem Hack
Ich meine, auf der einen Seite hat er sich wachgerüttelt. Das, auf der einen Seite, das muss man ja immer mal gratulieren. Ja. Auf der einen Seite sind sie jetzt munter. Ja. Jetzt ist Wachs ergeben und denk du, hellhörig. Ja. Wo sie früher nicht so sehr reagiert haben auf Dinge, werden sie jetzt reagieren. Wo sie vielleicht früher links liegen gelassen haben, werden sie jetzt nicht links liegen lassen, sondern eher mehr Wertschätzung, glaube ich, jetzt schätzen. Ja, das hat er geschafft. Das muss man diesen Linker oder Hacker jetzt lassen. Ja. Diese Wertschätzung, das hat er geschafft. Das muss man ihm lassen. Ja. Warum ich glaube, dass heuer nichts mehr kommt, naja, die müssen jetzt im Hintergrund einmal den ganzen Image schauen, einmal bereinigen, Fehleranalysen machen, warum, wieso, weshalb, warum, wieso, warum, suchen, ja. Leute, die sind jetzt mit viel anderen Dingen beschäftigt, als wie jetzt da in Oktober oder am Ende des Jahres irgendwas zu bringen. Wir können jetzt froh sein, dass wir ein anständiges Winter-DLC bekommen. Ja, das ist das Nächste. Ja. Also Rockstar Games hat in den nächsten 4 Monaten sicherlich andere Gedanken momentan, als wie jetzt irgendwas von GTA 6 zu bringen. Ja, glaubt's was. Glaubt's was. Dieser Hack hat es tatsächlich geschafft, dass dieses Unternehmen, ja, jetzt zwar munter worden ist, aber in ein Chaos gestürzt ist. Weil jetzt haben die Zeitdruck. Jetzt haben sie wirklich einen gewissen Zeitdruck. Ja. Erstens einmal, wie gesagt, Zusammenfassung, die Aktionäre. Wie denken die darüber? Ja. Was wollen die? Ja. Es braucht nur irgendeiner dort sagen. Irgendeiner, ja. Ich weiß nicht, wie viele Aktionäre das haben. Irgendeiner oder zwei. Ja, ich meine, vielleicht ist schon einer. Ja. Er will mit diesem Filmmaterial nichts zu tun haben. Ja, er will es nicht. Ja, dann kann sich, dann ist es soweit. Dann müssen sie GTA 6 neu erfinden. Ja, was das ist eh schon genug gesagt worden, was das bedeutet. Da müssen sie GTA 6 neu beginnen. Ja. Und die haben sicherlich jetzt andere Sorgen, als da jetzt irgendwas, weil das wieder Hasch-Papschi-Aktion jetzt dann. Also das geht jetzt nicht verlangen von denen. Nein, unglaublich, unmöglich. Unmöglich. Ja. Dass da jetzt in einem Monat oder in 3 Wochen oder in 4 Wochen irgendwas passiert. Ja. Selbst wenn sie was vorbereiten hätten jetzt. Im Hintergrund. Wer weiß, ob das jetzt noch aktuell ist. Wer weiß, ob das noch aktuell ist. Das weiß jetzt nur mehr Rockstar Games selber. Ja. Und das wird es wahrscheinlich jetzt auch schon wieder vernichtet haben. Ja. Weil nachdem er ja den Mastercode, den Skurcode, die Rotzpippen hat, ja, ist ja das nicht einmal mehr gesichert. Ja. Gut, Leute, aber wie gesagt, ich werde mich da jetzt nicht jeden Tag befassen mit dem Thema. Auch wenn ich wieder gebeten werde. Warten wir es einmal an, warten wir mal in Oktober an. Ja, ich meine, ich kann mich ja irren. Ja.
So, das mit Sommer-DLC habe ich mich geirrt, habe ich mich auch entschuldigt. Ja, sorry. Aber was jetzt ist, ja, irren ist menschlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt Rockstar Games andere Probleme hat, als wie eine Ankündigung von GTA 6. Andere Probleme. Ja, wenn man muss denken, wir haben jetzt Oktober, November, Dezember, es sind dann nur mehr 2 Monate auf das Weihnachts-DLC, Weihnachts-DLC. Jetzt müssen sie ja noch Halloween, oh Gott, Halloween-DLC noch vorbereiten. Das ist, also im Hintergrund ist wirklich die Hölle los. Die Hölle, ja, die Hölle los. Ja. Image-Schadenbekämpfung, Halloween machen, Weihnachts-DLC-Vorplanung und so weiter und so fort. Also, die haben jetzt momentan keinen Kopf auf das. Ja, die haben sicher keinen Kopf auf eine Ankündigung. Ja, also, das könnt ihr jetzt nicht erwarten. Möglicherweise, wenn das jetzt am Sonntag nicht passiert wäre, ja, wäre vielleicht das, da wäre wahrscheinlich, da hätte ich wahrscheinlich Unrecht. Ja. Darum habe ich gesagt, dieser Hacker hat mehr Schaden angerichtet, was das Ganze wert war. Ja. Also heuer brauchen wir gar nicht mehr rechnen mit einer Ankündigung. Es ist halt nur jetzt wahrscheinlich, ich bin nur gespannt, wann sie an die Öffentlichkeit gehen. Sie schreiben zwar in der Stellungnahme, sie werden mit mehr Engagement und mit mehr Energie und Liebe daran arbeiten. Na klar, müssen sie, noch einmal, na klar müssen sie das schreiben. Ja, aber das haben sie ja auch schon im Februar geschrieben. Den gleichen Text haben sie im Februar schon geschrieben. Den gleichen Text. Ja, den gleichen Text haben sie ja bereits im Februar, wo sie uns bekannt gegeben haben, dass sie an, eben an GTA, am nächsten GTA-Teil arbeiten, haben sie den gleichen Text wieder verwendet. Den gleichen Schmäh, auf gut Deutsch. Den gleichen Text und den gleichen Schmäh. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Den gleichen Schmäh. Ja. Vergleicht man die Stellungnahme vom Februar und die Stellungnahme von gestern, wird euch auffallen, dass sie Zoom, bla bla bla, und sie werden mit mehr Engagement, wenn wir bereit sind, ab dem Bereich, wenn wir bereit sind. Ja. Und wenn ein Unternehmen, habe ich ja schon gesagt, wenn sie bereit sind, ja, haben sie auch im Februar geschrieben, wenn sie bereit sind. Ja. Darum sage ich ja. Ja. Aber wie heißt es schon, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, werden wir schauen, was diese Woche gibt bei den Eventwochen, ob es endlich ein neues Auto gibt, weil manche verzweifeln schon. Ich brauche kein Auto mehr. Ich brauche ehrlich gesagt kein Auto mehr. Wir haben genug Autos in die Richtung zu den YouTuber. Wir haben genug Autos. Gut, Ende meiner Analyse, Ende meiner Meinung zu dem Ganzen, Ende. Es wird definitiv kein weiteres Video erscheinen.